So, ich weiß noch nicht, wie ich das Video schneiden werde, aber ich habe jetzt die Uhr seit gestern benutzt. Die ist saugeil. So, aber, so, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Quatsch von davor benutzen kann. Deswegen fange ich hier von vorne an, erkläre das. Weil das andere, das hat einfach zu lange gedauert. In Deutschland, wenn ihr ein Fitband holt oder so, braucht ihr die Z Plus App. Also hier Zepp Plus, nee, Zepp Live heißt die. Zepp Live. Damit müsst ihr euer Smartband verknüpfen. In Deutschland. In China und anderen Landesregionen braucht ihr Mi Fitness. Das ist so eine weiße App mit so einem Kreis, die kriegt ihr auch ganz normal im Store. Die könnt ihr euch im Store ganz normal runterladen. Die sieht dann so aus. Ist auch, ja, wenn ihr sie denn wenn ihr sie da habt, die ist auch komplett in Deutsch. Überhaupt kein Problem. Aber die deutsche Version ist nicht kompatibel mit eurem mit eurer Smartband, mit eurem ja, Mi Band 7 Pro. Weil das Mi Band 7 Pro noch nicht offiziell in Deutschland erschienen ist. Oder in anderen Ländern. Es funktioniert nur mit Chinesisch. So. Hat den Vorteil natürlich, die App haben wir in Deutschland geladen, aus dem deutschen Play Store. Wir gehen einfach hier unten auf Profil und dann geht ihr auf Einstellungen. Weil ihr müsst schon ein Mi-Profil haben, ist klar. So, und dann geht hier oben auf Region und da wählt ihr einfach China aus. Mehr nicht. Und wenn ihr China ausgewählt habt, so, dann synchronisiert gerade, nicht wundern. So, dann habt ihr euer Mi-Fitband drinne. Also könnt ihr dann ganz einfach einscannen. Funktioniert ganz gut. Aber so, ich weiß jetzt nicht, warum hier 23 Grad steht. Ich muss mal gucken. Also das habe ich jetzt so noch nicht ganz so durchgesehen bei dieser Wetter-App, warum hier wir haben 28, mir die sagt mir jetzt 29. Also die Uhr. Ich habe da noch nicht ganz durchgesehen. Warum da 23 Grad steht. Also da müsste ich mal gucken. Und ihr seht ja da so ein chinesisches Schriftzeichen. Ja, hoffe ich. Wartet mal, ich mache mal so, weil ich euch was zeigen will. So, und zoom mal ran. So. So. Da sind auch chinesische Schriftzeichen. Da ist jetzt nur hoppala, eine Note. Das heißt, damit kann ich meine Musik steuern, wenn ich jetzt am Handy Musik höre. Die habe ich mir halt nach vorne gepackt wegen Fitnessstudio. Dann kann ich da halt mal schnell Pause oder Dings drücken. Und guck mal, was funktioniert. Der Pulsmesser funktioniert bei mir. Also ich habe 94er Puls jetzt gerade. Und dann haben wir hier noch Sauerstoff im Blut. Und ratet mal. Ich drücke jetzt hier drauf. Halt meine Hand still. Ich bin fertig. 95%. So, dann haben wir hier noch Stress. Können wir hier den Stresspegel ermitteln? Woran der den festmacht, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kommt da dann so eine Uhr und dann seht ihr unten diesen grünen Balken, was da natürlich in Chinesisch steht. Ich habe keine Ahnung, einmal süß-sauer oder so, keine Ahnung. Oder bleibt lieber sitzen. Oder wagt ihr nicht aufzustehen, sonst messen wir falsch. Rede nicht dabei, sonst messen wir falsch. Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Chinesisch. Ich habe schon mit dem Support geschrieben und es ist noch nicht bekannt, wann die Uhr, also dem Support jedenfalls,
wann die Uhr nach Deutschland kommt. Oder ob dann irgendwann mal so möglich ist, dass die Uhr in Englisch wenigstens funktioniert. Sie ist ja, da seht ihr, ich bin bei 31 irgendwas, keine Ahnung. Das ist auch ganz interessant für die Leute, die beim Training vielleicht immer aus den Atemrhythmus wechseln. Ich mache das mal kurz an. Also ich kann das jetzt ja natürlich nicht übersetzen, weil ich kann kein Chinesisch. So. Jetzt bereitet er vor und seht ihr das? Und hat gerade vibriert. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Der vibriert dann. Also das, man hört, man macht nur so. Also einmal, wenn er jetzt runter geht hier. Das soll zum Atmen sein irgendwie. Das geht jetzt eine ganze Weile. Wir können auch gleich mal gucken, was das ist. Na. Egal. Gucken wir in der Zeit mal hier in die App wieder rein. So. Wir haben als erstes in der App. Achso, ich muss mal ein bisschen hochscrollen. So. So, als erstes in der App haben wir hier natürlich oben unsere Uhr. So, Layout habe ich gewählt. Xiaomi Band 7 Pro. Und verbunden, Akku ist bei 83%. Das kann man alles oben sehen. Man kann hier auch manuell synchronisieren. Dann haben wir hier Bandanzeige. Na, guck mal, jetzt ist er fertig hier. So. Und hinten habe ich dann noch die Zusammenfassung. Die ganz nach hinten verpackt. Und dann habe ich noch einen Wecker. Und mit dem Schlafen, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Deswegen wäre cool, wenn die wenigstens mal in Englisch wäre oder so. So, und dann können wir von oben nach unten wischen. Dann kommt ja natürlich auch hier Haufen in Chinesisch. Normalerweise kommt hier was anderes. So, hier kommen dann die einzelnen Aktivitäten. Das ist jetzt hier zum Beispiel Alipay. Na, das ist in China sehr verbreitet. Die kann man auch nicht rausnehmen, die Sachen, die sind halt da. Ja, hier kann man dann das Handy anrufen lassen, wenn man halt das Handy verloren hat. Dann hat man hier noch Taschenlampe, dann leuchtet der Bildschirm an und aus. So. Und Stoppuhr, da kommen wir nachher dazu. Ich wollte euch nur zeigen, wir haben noch hier die, zack. Können wir auslösen. Zeige euch auch nachher. So. Hoppala. Nein, nicht WeChat. So, ach. Dann können wir hier noch nach rechts und da haben wir dann auch nochmal Taschenlampe, so die nötigsten Sachen hier halt drauf. Wecker. Kann man auch nochmal das Telefon anrufen. Ja, Einstellungen. So, also eigentlich könnte ich den Wecker von da hinten wegnehmen und hab den ja hier drin halt. So. Geht aber nicht weiter runter, das ist halt so das Einzige. Und von oben nach unten sind halt Nachrichten. Ich hatte auch Smart-Nachrichten an. Hier ist Menü. Ja, und hier geht es dann halt in die Widgets rein. Ich hatte auch. Sieht man das überhaupt? Alles? Ach man. Ah, hier sind die ganzen Sachen, die man dann durchscrollen kann. Also ich hatte auch Nachrichten an, aber das ist mir auf den Sack gegangen, weil
Es waren einfach zu viele. Bei jeder Nachricht, E-Mail, WhatsApp, Telegram, Alter, E-Mails. Ich habe ja mehrere E-Mail-Adressen. Das ist mir so auf den Sack gegangen. So, wir haben hier lokal auf dem Gerät haben wir halt diese Uhrenmodelle, die wir uns auswählen können. Das sieht auch ganz gut aus. So. Wir haben auch bei den meisten haben wir hier dann auch ein immer an Bildschirm. Ja, also das ist bei meinem jetzt immer an, ist bei mir aus. Geht aber an, wenn ich den angucke. Da bin ich am überlegen, ob ich sowas dann vielleicht mal auch aktiviere. Aber momentan sehe ich noch nicht ganz durch, wo das da alles sein soll. So, dann haben wir hier noch. Oder hier sowas buntet. Das finde ich aber nicht so schön. Also da hast du dann halt hier so, die bunte ist halt die, wie viel Watt von Watt ist. Hier hast du dann halt den Schritte, also hier hast du den Schrittezähler und dann halt die Aktivitäten und so, das einzeln. Und unten halt die Energie. Sieht so ein bisschen aus wie ein Smiley. Hier können wir dann selber anpassen. Wir haben dann hier so ein vorgefertigtes Bild. Wir können dann einfach ein Bild aus der Galerie nehmen und das da reinballern. Hoppala. Und dann würde da oben die Uhr sein und dann sieht man dann hier unten halt so die verschiedenen Sachen, dass die nur so klein angezeigt werden. So, verlassen. Aber wie gesagt, einfach hier anwenden oder da dann so, kann man dann hier drauf drücken sozusagen. Dann App-Benachrichtigung, die habe ich bei mir ausgeschalten. Bildschirm wecken kann man ja auch bei was? Also Bildschirm wecken, erhalten nur bei gesperrtem Telefon oder halt immer nur bei gesperrtem Telefon. Und ich habe das aber aus. So. Schließen. Weil das benachrichtigt mich über alles. Das, also wirklich. Wenn man da wenigstens sagen könnte, ja, WhatsApp möchte ich angezeigt haben und Telegram, alles andere ist mir egal. So, dann haben wir eingehende Anrufer. Da haben wir dann einstellen, vibrieren, unbekannte Anrufer, mit Nachricht antworten. So. Kann man dann halt einen Text auswählen, bearbeiten. Kann man halt auch. Ja. Man denn so. Aber man kann hier irgendwie gerade gar nichts dazufügen. Warum kann ich nichts dazufügen? Behalte mindestens eine Nachricht. So, bearbeiten. Achso. Hinzufügen können wir dann schreiben. Kann gerade nicht. Kann gerade nicht. Punkt. So. So, können wir nochmal hinzufügen machen und da können wir dann sagen, melde mich später. Punkt. So, speichern. Jetzt können wir natürlich bearbeiten. Können das Chinesische halt weglöschen. Haben dann nur das Deutsche drin. Dann speichern. Könnte man nochmal. Bin gerade am Autofahren. Ja, Punkt. So, und dann haben wir hier praktisch, wenn wir jetzt einen Anruf kriegen, können wir dann halt mit so einer Schnellnachricht antworten. So, lassen wir mal an kurz.
Verzögerte Benachrichtigung können wir anmachen. Dann können wir hier 3 Sekunden oder so einstellen. Schnell Antwort. Ne? Wir können ja mal Josie dazu rufen. Vielleicht kann die das ja mal vorführen. Ah nee, dann sieht man die Nummer. Nee, lieber nicht. So. Hintergrundbenachrichtigung. Hintergrundberechtigung, Entschuldigung. Es dauert kurzzeitig. So, dann steht hier oben mein Telefonname und dann kann man halt hier Ereignismodus, ja, kann man dann auswählen, was man dann halt hier ist jetzt mit dem Stromsparmodus und so. Ich habe alles so gemacht, dass sie halt im Hintergrund laufen kann. So, dann haben wir hier Puls. Hohe Herzfrequenz. Das habe ich erstmal so aus Schüsslerwing eingefüllt. Da muss ich meine Frau noch fragen, was ich da am besten einstellen soll. Die ist ja Krankenschwester. Schlaf. Schlaf habe ich erweiterte Überwachung im Schlaf. Kontrolliert deine Herzfrequenz und verfolgt deinen REM-Schlaf. Ja, und das ist immer dann halt hier unter. Schritte, Kalorien, Tipp starten. Na. So, Stress, Gewicht, Energie, VO2 Max, Blutdruck. Kann man dann natürlich auf der Startseite auch sagen, was eben angezeigt werden soll. Ich habe alles. Ach, Schlaf ist gleich oben. Das ist lila, ne? So, ich habe wohl laut Uhr habe ich 4 Stunden 53 Minuten die Nacht geschlafen. Also meine Schlafzeit. Schlafverteilung. Also ich muss hier. Tiefschlaf, leichter Schlaf. REM habe ich 25 Minuten gehabt. Aufwachen. Also ich muss wohl 32 Minuten zwischendrin mal aufgewacht sein. Ich habe keine Ahnung. So. BPI. Und so sieht er dann auch mit Schritten und Kilokalorien und hier ist gerade nichts drin. So. Auch alle durch mich eingestellt. So, Schlaf hatten wir. Anmachen. Das macht man dann alles hier. Sauerstoff im Blut habe ich auch angemacht. Warnung möchte ich haben bei 80%, 85 oder 90. Weiter drunter geht es nicht. Ich möchte schon bei 80% eine Warnung haben. So, Stress ist bei mir an. Und eine Entspannungserinnerung haben wir auch. So, das ist Stehen. Ans Aufstehen erinnern. Achso, das ist, wenn man dein tragbares Gerät vibriert, wenn du eine Stunde lang sitzt. Ja, das könnte man dann anschalten. Und wenn ich dann eine Stunde sitze, kann man auch die Sagen beginnen. Uhr.
bis 20 Uhr, weil im Stream muss das jetzt natürlich nicht angehen. Inaktivitätswarnung von 12 bis 14 Uhr. Also Mittagsschlafzeit schaltet da unten, kann man dann anschalten, dass er dann stumm schaltet. Dann kriegt man dann nicht, ey, steh mal auf. Dann kann man wenigstens Mittagsschlaf machen. So. Dann haben wir hier Cards. Hier kann man dann Karten hinzufügen. Add. Müssen wir kurz warten. Also Alipay. Weil ist ja auch NFS, NFT mit. Ach Quatsch. Hier sind aber halt jetzt, wie gesagt, nur diese China-Karten halt mit bei. Das sind Haufen Banken, die wir bei uns, denke ich mal, nicht haben. Und dann haben wir noch K-Cards. Ja, dann hat man dann. So, Add K-Card. Phone. Verstanden. Und dann durchsucht er NFC-Funktion, genau. NFC an. Obwohl, lass mal raus. Frisst nur Strom. Dann haben wir Wecker. Dann können wir halt Wecker vom Telefon synchronisieren. Dann wird, also wenn wir auf dem Telefon einen Wecker stellen, vibriert halt, wenn denn der klingelt, auch unser Armband dann mit, logischerweise. Ereignisse. Synchronisierung der für die nächsten 7 Tagen geplanten Ereignisse kann man dann halt an oder ausmachen. Ich habe alles an. Wetter haben wir auch hier. Wetter aktualisieren, Standort aktualisieren. Moment. Wurde bereits hinzugefügt. Wir können ja auch nochmal Berlin hinzufügen. Berlin. Deutschland. So, jetzt muss ich mal gucken. Dann machen wir mal weg. So. Dann haben wir jetzt Kamera. Steuer deine Handykamera über das tragbare Gerät ausschalten. Ich habe es halt an, weil ich möchte halt, das wollte ich euch ja zeigen. So, dann haben wir Widgets. Das sind diese, wenn wir auf der Uhr nach rechts swipen. Das sind die Widgets. Ich habe jetzt, hier kann man die dann auch halt anordnen. Man kann halt hier auch von festhalten und von oben nach unten schieben. Also bei mir ist jetzt Ziffernblatt, das kann man nicht verändern. Dann kommt Wetter. Das könnte ich eigentlich auch. Entschuldige. Weiter nach unten machen. Wecker kann weg. Den brauchen wir nicht. Den haben wir vorne. Statistik lassen wir da. Statistik können wir uns zum Beispiel nach oben packen. Dann, also Statistik, also kann ich euch mal zeigen, jetzt hat sich geändert. Also, da. Und dann ist die Statistik hier vorne. Und dann kommt Musik und das alles. Also es geht rucki-zucki. So, Musik, Puls, Sauerstoff im Blut, Atmung, Stress, Wetter, Schlaf. Das habe ich. So ist jetzt meine Reihenfolge. Und hinzufügen können wir dann noch Karten. Alipay, also Alipay ist halt wie gesagt der Bezahldienst, dann kann man das einstellen, also dann hier so einen Strichcode und dann braucht man den halt beim Laden einfach nur hinhalten, die scannen den und kann bezahlen. Funktioniert super, dass man drückt einmal drauf und hat das gleich. Aber wir haben hier kein Alipay und halt, Mi, AI, WeChat und so.
Das ist halt leider nicht so. Aber wenn es nach Deutschland kommt, wird bestimmt auch PayPal mit bei sein oder Amazon Pay oder whatever. So, das sind die Widgets. So, Apps-Sortierung. Hier können wir die Apps sortieren. So, das sind jetzt die hier. Ich habe keine Ahnung. So, ich mache mal jetzt einfach mal das. So, vertausche ich mal mit dem. Und zack, habt ihr das gesehen? Achso, seht ihr nicht. Wartet mal. Ich mache das mal gleich wieder zurück. So. Wartet. So, ihr müsst oben auf den gelben Mann achten. Den packe ich jetzt. Moment. Nach oben. Und da. Gleich verschoben. Und so können wir dann halt hier praktisch, ja, Alipay ist ja ganz unten und so. Können wir uns jetzt, WeChat ist ganz unten, Taschenlampe könnte man nach oben packen. Ja, dann können wir jetzt hier zum Beispiel Kamera öffnen. Ja. Gucken wir mal, ob wir ein Bild gemacht haben. Das ist die kleine. Man die Sicht nicht gut. So, wartet mal, ich habe mir extra die Kopfhörer hier herholt, dass man das so ein bisschen sieht. So, machen wir hier die. So, machen wir mal so. So, ihr seht so ein bisschen das Bayer Dynamics Logo, ja? Und wenn ich jetzt hier rauf gehe, so, hat er ein Foto gemacht. Nochmal ein Foto gemacht. Und wieder ein Foto. Genauso, wenn man natürlich auf Video ist, kann man ein Video starten und ein Video beenden. Funktioniert auch ganz easy. Easy peasy. So, und hier kann man halt die Apps. Da muss man dann halt hin und her tauschen und sich ein bisschen angucken, welche App man halt nach oben haben wollen würde. Und dann muss man halt abzählen, weil ich habe keine Ahnung, was die Kamera heißt auf Xing-Shang. Ja, also selbst das kann man dann praktisch anpassen. So, App Layout. Wir haben ein Raster oder wie eine Liste. Ich habe Raster. Das sieht dann so aus, wenn wir sagen Liste, dann ist es halt in Listenform. Oh, da könnte man das, da sieht man wenigstens die Buchstaben. Da kann man das vergleichen. Und dann scrollt es halt so durch. Aber ich würde sagen, Raster reicht aus. Da sieht man halt auf. Ja, da sieht man halt gleich zwei, mehrere Symbole auf einem kleinen Feld. Und kann dann halt. Ja, hier zum Beispiel. Hoppala. Hier Feuer. Haben wir dann halt praktisch die Zusammenfassung. Ja, kann man dann alles hier sehen. Hoppala, ihr seht ja gar nichts. So, Moment, so. Das haben wir dann nämlich hier mehrere. In einem, wenn ich jetzt hier sage. App Layout. Liste. Na? Da haben wir das nämlich alles hier. So. Aber ich würde sagen. Na? So ist halt schöner. Da hat man halt mehr, kann das dann halt. Ja, die haben auch verschiedene Sportarten hier drin. Bringt mir jetzt momentan noch nicht viel. Was ist denn das denn nach dem Herz? Ach so, kann ich ja nicht lesen. Hahaha. Na egal. So, das ist jetzt das App-Layout. So, dann haben wir noch den Schlafmodus. So, Zeitplan. Zeitplan ab abends 22 Uhr ganz schlafen gehen, zum Beispiel. Ich habe es aus, soll einfach anbleiben. Weil ich will es ja, ich weiß nicht, muss erst mal gucken.
Wechseln BNDS-Modus und Schalter. So, anheben, um aufzuwecken, dass es dann praktisch so leuchtet. Das ist dann bis früh aus. Spart wahrscheinlich auch Akku. Machen wir mal, teste ich mal. Aufwachen. So. Dann haben wir einen PIN. Da können wir einen PIN für sperr dein tragbares Gerät mit, wenn du es nicht trägst. Also wenn ich es jetzt nicht am Handgelenk trage, wenn es ab ist vom Handgelenk, kann ich jetzt hier einen PIN eintragen und dann kann, wenn ich dann halt so eine Hand nehme und damit stellen will, funktioniert es nicht, weil ich muss erst den PIN eingeben. So, dann Telefon freischalten, Bildschirmsperre, Muster, also ich könnte dann praktisch hier das eingeben und könnte meinen Bildschirm freigeben. Ich jetzt sage Muster. So, MIUI, Spracherkennung optimieren. MIUI erlauben deine Stimmdaten zu nutzen und KI effizient. Ja, ist okay, vielleicht sagen sie sich auch, haben so viele Deutsche. Und dann haben wir hier noch MIUI oder MIUI. So, Hilfezentrum, da haben wir dann die Hilfen drin. Das ist halt ganz viel geschrieben, ich zeig's euch mal doch. Geht jetzt auf die Webseite und, Gott, das ist praktisch fast, das ist eigentlich das Handbuch, also. Aktuelle Version ist auf dem neuesten Stand. Hier kann man dann draufdrücken und dann wird dann was passieren, wenn man updaten kann. Aber mein Band ist momentan auf dem aktuellsten Stand. Über das Gerät. Hier sehe ich dann halt die Modellnummer. Hier sehe ich die MAC-Adresse. Version 1283. Hier kann man auch nichts freischalten irgendwie. Das Bild ändert sich auch nicht. So, und dann können wir noch entkoppeln. So, dann haben wir hier praktisch den Schrittezähler. Wartet mal. Nee, Training. Hier können wir dann Laufband gehen. Radfahren kann man hier auswählen. Dann kann man sagen Go, auf Aktivitätsinfo zugreifen, erlauben, zulassen. So, und jetzt vibriert mein Band hier, weil ich habe jetzt hier eine Zeit. Die zählt. Und mein Puls und so, das wird dann auch noch angezeigt. So. So, muss ich hier am Gerät gedrückt halten. So, okay, Ende.
So, zeigt dann die Zeit, zeigt den Puls. Ende. Und wir sind wieder im Menü. Ja? Kann ich euch jetzt so leider nicht zeigen. So, dann haben wir auf dem Startbildschirm halt Gesundheit noch. Hier haben wir dann Zusammenfassung. Hier sehen wir halt, dass wir Mann sind. Hier hast du dann halt auch nochmal eingeht. Hier siehst du die Wochentage, Wettbewerbe. Fitband durch Wettkampf mit Freunden. Da kann man halt dann einladen, dann kann man halt sagen, wo. Und dann kann man dann halt Freunde einladen und kann einen Wettkampf gegeneinander machen. Wer läuft weiter in einem Tag oder was weiß ich. So, hier haben wir halt Schlafenszeit. Ich habe halt alles aktiviert hier. Das. So, Training. Hier können wir dann aufzeichnen, dass wir den Training halt aufzeichnen möchten. Und die Sachen kannst du hier auch allein stellen. Ich habe halt alles anzeigen. So, alles aktiviert. Und wenn man dann halt bestimmte Sachen deaktiviert, dann sind die dann halt hier halt in der Zusammenfassung nicht mehr zu sehen. Also hier unten eine Sachen werden mir auch gar nicht, Blutdruck und so wird mir gar nicht angezeigt. Profil. Ja. Ach so, wartet mal, ich wollte euch ja noch was anderes zeigen. So, wir haben nämlich bei der Benutzeroberfläche, wir haben auch noch Sachen, die wir uns runterladen können. Ja, da sind halt auch noch ein Haufen Sachen mit bei. Ja, das ist dann halt die Uhr anders. Das ist aber halt auch praktisch das, wo man seinen eigenen Hintergrund machen kann. Dann kann man halt hier auswählen, wie das hinten aussieht, die Uhr. Ich habe das hier aktiviert. Mausi, nicht jetzt im Video, bitte. Bleib hier sitzen und freu dich, aber nicht im Video hier drin. Denn hier so auf Oldschool, denn noch hier quietschbunt, also die Chinesen stehen hier auf quietschbunt, also das ist jetzt alles gar nicht meins. Ich habe das auch nur genommen, weil hier alles halt im Überblick ist. Und das ist alles zu bunt. Also ich hätte am liebsten einfach nur eine digitale Uhr und dann halt schlicht digitale Uhr und dann halt mit zwei, drei wichtigen Anzeigen und dann bin ich zufrieden. Und deswegen habe ich halt das hier genommen, weil das am einfachsten ist. Hier ist halt auch unübersichtlich. Ich will aber eine digitale Uhr. Und hier ist mir auch zu bunt, wenn ich das jetzt hier mir angucke und die Uhr und dann, ich habe das lieber so. So, Endeffekt ist, ich benutze sie seit gestern. Ja? Vorne mache ich mir wahrscheinlich dann noch was Individuelles, dann irgendwann demnächst mal hin. Dass man hier alles anpassen kann, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. So, und dann die verschiedenen Möglichkeiten, hier Taschenlampe und was weiß ich, die wichtigsten. Nutzen und dann halt hier von oben Nachrichten habe ich ausgeschaltet und dann halt das. Also das benutze ich jetzt so gar nicht. Ich gehe halt hier nur durch und nehme die Widgets, die ich mir weggepackt habe. Aber auch das mit dem Umschalten von Musik klappt sehr gut. Ja, also ich bin da, ich muss sagen, ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ja. Die macht das, was sie soll. Ja, die reagiert auch wirklich ziemlich schnell. Das mit dem Vibrieren finde ich gut, dass sie die Nacht über misst. Und das ist endlich mal eine, die bei mir alles misst, obwohl ich tätowiert bin. Ja. Obwohl ich tätowiert bin, weil die Sensoren sind hier.
Hier, so. Und ihr misst trotzdem alles. Hier, ich kann es euch nochmal zeigen. Da. Na. Wenn man vom Teufel quatscht, dann will sie wieder nicht. Aber jetzt geht's wieder. So, jetzt müsste wieder. Was ist denn hier? Warum willst denn du jetzt wieder nicht? Du hast doch die ganze Zeit, hast du doch locker flockig immer gemessen. Vorführeffekt. Da, jetzt hat er. Jetzt hat er wieder gemessen. Jetzt bin ich bei 87. Aber jetzt misst die das mal vernünftig. Always on habe ich jetzt noch ausgeschalten. Ich bin jetzt am Testen. Wie gesagt, ich hoffe, dass da. Seht ihr, wie schnell das reagiert? Ich hoffe ja, dass das alles demnächst noch ein bisschen besser klappt. Noch ein bisschen vielleicht das Menü oder die Apps in Englisch, dass man ein bisschen mehr durchsieht. Und vielleicht auch Deutsch, wenn es mal nach Deutschland kommt. Aber die misst wenigstens sehr genau. Wenn ich jetzt angucke, ich habe auf dem Handy, auf dem Smartband 1478 Schritte, 1478. Also das funktioniert hier wirklich sehr gut mit dem Übertragen. Ziemlich schnell. Ja, da können sich andere ein Beispiel von nehmen. Und was halt geil ist, ist mit dem Schlafen. Weil ich habe ja trage ja meine Maske, aber dass ich mal dann sehe, wie ich dann halt so geschlafen habe, das ist halt auch nicht schlecht. Dann kann man dann auch passend drauf reagieren. Ja? So, nichtsdestotrotz hoffe ich euch, dass es euch gefallen hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich teste die jetzt natürlich weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.